Gute. Mr. Eintracht hier. Wir blicken zurück auf das gestrige Spiel gegen die TSG aus Hoffenheim. Was war das für ein Spiel? Holy moly. Für mich, und ich habe es auch auf den Social Media Kanälen schon geschrieben, eines der besten Spiele, besonders Halbzeiten vor allem in der ersten Halbzeit, in diesem Jahr. Komplettes Jahr. Nicht Saison, sondern komplettem Jahr. Muss man sagen. Spielerisch gesehen. Kommt jetzt nicht mit irgendwie, guck mal, das Finale ist so viel wert. Ja. Aber das Finale war spielerisch nicht gut. So wie es Finals meistens sind. Gleich mal kämpfen, laufen ohne Ende. Bereitschaft ist da, keine Frage. Aber das, was wir gestern gegen Hoffenheim auf dem Platz geliefert haben. Und damit meine ich nicht nur aufgrund der zwei schnellen Tore, sondern komplett alles. Holy moly. Ja, guck mal, du gewinnst 4-2 gegen Hoffenheim. Und hast trotzdem was zu bemängeln. Ich meine, ich bin erstmal froh. Versteht mich nicht falsch, ich bin froh. Wir haben 3 Punkte geholt gegen Hoffenheim. Das Spiel hätte auch 8-2, 9-2, 10-2 ausgehen können, aber spitz gesagt. Ich meine, so ist ja nicht, aber 4-2. 3 Punkte, das ist was zählt und der Rest ist halt wirklich meckern auf hohem Niveau und das hat dann auch nichts mit einer gewissen Arroganz zu tun, sondern, und das ist das Entscheidende jetzt, um vorausschauen und vielleicht irgendwelche Dinge zu vermeiden. Denn dass das Spiel kurz nach der zweiten Halbzeit bis auf der Kippe stand, gerade weil sie jetzt 2-3 sofort gemacht haben und dann ein bisschen gedrückt haben, so 5 bis 10 Minuten, bis wir das Tor gemacht haben. Ja. Lass Hoffenheim mal das 3-3 dann machen und dann ist es ein komplett anderes Spiel. Dann kannst du so gut gespielt haben, wie du willst in der ersten Halbzeit. Ja. Du hast ja 37 Minuten lang von denen quasi nichts gesehen. Bis zu 38 Minuten, wo die das Ding gemacht haben. Du hast von Hoffenheim wirklich gar nichts gesehen. Und holy moly haben wir die dominiert. Von A bis Z. Ja, haben wir auch. Klar war jeder Schuss auch drinne. Klar, keine Frage. Aber das war einfach auch teilweise gut rausgespielt. Keine Frage. Zum Hindi übrigens komme ich ganz am Ende. Ne? Ehrenplatz ist ja klar. Und ich meine, die Balleroberung in der 6. Minute, geil. Perfekt. So hat er gut gemacht. Muss man sagen, richtig gut. Ja, und dann kommt der Doppelschlag. Ne? 2-0 direkt hinterher, nach Einwurf. Kommt Kolomoani an den Ball, passt zur Ecke ungefähr, der Strafraumkante zu Lindström. Der zieht ab, Baumann kann nur vorne abwehren, Kolomoani haut das Ding rein, direkt, bam, 2-0. Und das muss man vorstellen, 8 Minuten, 2-0. Natürlich kommt deutscher Meister, TSG. Natürlich, die Stimme war so bombastisch und es ging ja dann weiter, dass wir Chancen hatten. Also der hätte schon so irgendwann so als 3-0 4-0 sein müssen, teilweise vielleicht ein bisschen zu doof rausgespielt, dann zu kompliziert gemacht, aber dann Dina in Bimbe in der 30. mit dem 3-0 und das war auch wieder so ein geiler Spielzug. Ich meine, Götze von der Mittellinie, vom Mittelkreis, glaube ich sogar, stand da drinne, irgendwie per Hacke auf Kamada, Kamada dann auf Kolomoani, der eine super Übersicht am zweiten Pfosten hat, wo ja Dina Mbimba einfach nur noch einschieben muss. Und was war das für ein Zuckerpass? Holy moly, also das war auch wieder, das war ein Spielzug nach Maß. Das ist schon, ich nehme das auch jetzt mal wieder in den Mund, das war schon ein Spielzug und ein Tor eines Spitzenteams. Komplett alles, was da an dem Tag ablief, bis auf die Chancenverwertung. Und du hast, wie gesagt, nichts gesehen. Man hat ein bisschen das Spiel verlangsamt und dann das Tempo angezogen, bam, und Hoffenheim hat nur hinterhergekracht. Die haben alles so kleine Fouls gemacht. Vor allem haben die alles Trikot gezogen, alles geschubst. Was haben die denn alles damit gehabt, mit Trikot ziehen? Oder schubsen? Lass doch die Hände weg. Da wären teilweise normale Zweikämpfe gewesen, die nicht gepfiffen worden wären. Aber dann hätten wir fast die Möglichkeit gehabt, ein 4-0. Aber leider Gottes hat da Kabak gut aufgepasst. Und genau dieser Kabak hat
dann das Ding zum 3-1 vorgelegt. Ja, quasi aus dem Nichts wirklich. Hab man noch gehofft, bis sie auf Abseits wurde gelauert, wurde gut gecheckt. War dann kein Abseits und ging weiter. Und ja, wir fast dann wieder am Fort. Kurz vor der Halbzeit hätten wir das 4-1 machen können, wäre geil gewesen. Aber dann ging es mit dem 3-1 und jubelten und turbulenten Applaus in die Kabine. Trotzdem war so ein 3-1, wo ich dachte, ja, scheiße. So ein 3-1 ist immer so ein gefährliches Ergebnis, weil es auch 2-0. Denn du musst schon 3 Tore eigentlich Abstand haben, sonst wird das immer zu gefährlich. Denn 2 Tore, dann lass dich mal 10 Minuten vor Schluss den Anschluss machen und dann zitterst du die 10 Minuten plus Nachspielzeit einfach dich zu Ende. Das haben wir auch unter uns gesagt und dann dachten wir, komm, wir dürfen ja nicht irgendwie das Tor kassieren, lieber das 4-1 machen. Ja, 36 Sekunden oder so hat es gedauert und dann stand es auf einmal 2-3. Kabak übrigens auch wieder daran beteiligt, gesagt, vorhin die Vorlage, dann der Schuss und dann dachten wir, ja, hat lange gehalten und dann war so eine Zeit, wo Hoffmann ein bisschen gedrückt hat, wie die Bälle hinten so komplett rausbekommen haben. Gott sei Dank, 10 Minuten später Lindström mit den 4-2. Ich meine, 6 Tore, 6 verschiedene Torschützen muss man auch mal haben. Gibt es nicht alle Tage. Und das auch wieder richtig guter Spielzug. So hat sich Mittelfeld durchgesetzt und wird dann auch schon böse gefoult. Zweier zeigt er weiterspielen an, weil Götze war es sich sofort den Ball geschnappt hat. Natürlich geht der Ball zu Kolomoani, der wieder dran beteiligt ist. Und dann quergelegt und 56. Minute das 4-2. Und dann wieder fast doppelt stark in der 58. Ich meine, Kamada, der muss den machen. Flanke von rechts von Dina Mbimbe und er muss den machen. Der trifft den Ball nicht irgendwie richtig, muss eigentlich nur noch den Ball, den Fuß reinhalten irgendwie. Und irgendwie springt der Ball doof und dann auf die Latte. Aber das muss das 5-2 sein. Das muss das 5-2 sein. Und ich sag diesen Satz euch jetzt noch in diesem Video ein paar Mal. Leider Gottes, muss man ganz ehrlich sagen. Aber dann wäre der Deckel drauf gewesen. Dann gewinnst du, wenn du da das 5-2 machst und Doppelschlag. Dann gewinnst du das Spiel wirklich 7-2, 8-2. Vielleicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dann Hoffenheim wieder nochmal zurückgekommen wäre. Definitiv nicht. Und dann kurz darauf haben wir wieder die Chance. Knauf passt wieder scharf. In die Mitte. Kolomani lässt durch. Lindström hat eine Chance gehabt. Geht aber lang fast vorbei. Ja, in Ordnung. Die Chance ist soweit. Oh. Okay. Dann muss der Jakic raus. Ich hoffe, dem geht's gut. Der war ja eine Weile behandelt worden. Auch davor schon. Hat aber noch weiterspielen können, bin ich auch sehr froh. Und dann muss es das 5-2 sein. Und da war ich richtig abgefuckt. Denn richtig geil im Strafraum der Hoffenheimer kombiniert. Der Ball kommt zu Lindström, er läuft irgendwie mit dem Ball, legt mit der Hacke ab. Der Ball ist dadurch stehen geblieben, wirklich. Ich glaube, im 5-Meter-Raum irgendwie. Und ich habe erst gedacht, Kolomoani, weil es wahrscheinlich war, Dina Mbimbe. Der will ihn zu genau machen. Und will genau neben Pfosten hauen. Ja, genau neben Pfosten hat er gemacht, aber leider an der falschen Seite. Hau ihn doch einfach ganz normal rein, bam. Weißt du? Dann hast du trotzdem ein Traumtor durch das Herausgespielte. Und vor allem, da hättest du wirklich den Deckel wieder drauf gemacht. So eine halbe Stunde, 25 Minuten vor Schluss. Nee. Das ging nicht. Dann darauf, eine Minute später, haben wir das Tor gemacht, aber Kolomoani stand im Abseits. Wieder 3 Minuten später. Übrigens, wie gesagt, das habe ich vergessen zu sagen, das Ding von Dina Mbimbe, das muss das 5-2 sein. So, jetzt habe ich es gesagt. Übrigens steht es, glaube ich, auch im Ticker, den ich das hier habe. Lies ich gerade. Das muss das 5-2 sein. Komm, die sagen es auch. Also, warte. Nee, ich kann nichts spoilern. Warte, ich muss es kurz machen. Ich muss mich kurz... Wie man ja nichts sieht. Sieht man hier von was? Nein. Boom, guck. Das muss das 5-2 sein. Hier steht's.
Yeah. Da hole ich immer noch meine Dinger raus, damit ich noch ungefähr weiß und alles chronologisch schaffe. Aber in der Regel habe ich noch alles so im Kopf und dementsprechend habe ich schon gesehen, was als nächstes kommt. Das sind Schrimm. Schön mit Tempo aus dem Zentrum nach rechts zieht, dann noch einen Schwenker nach links macht, schießt drauf und boah, der war stark gehalten von Oliver Baumann. Das muss man loben, auch wenn ich den Typ überhaupt nicht mag. Deswegen hat er gefeiert, dass er jedes Mal ein Tor kassiert hat. Und zwar doppelt. Ansonsten hat Hoffenheim immer wieder hinten rumgespielt. Wir haben gut Druck gemacht. Waren teilweise mal einen Schritt, mal ja, gut gemacht. Mal sah es vielleicht knapp aus, aber der Torwart hat genau gewusst oder der Spieler, was er macht. Dann hat sich das Spiel so, ja, bis sie dahin geplätschert. Man hat aber da auch gemerkt, hier, unsere Jungs waren platt, haben sie zurückgezogen, haben, und das ist nämlich das Gefährliche. Ich habe das Gefühl gehabt, die haben in der Verteidigung auch nicht mehr so richtig Kraft gehabt. Und ich bin froh, dass das 4-2 da geendet ist. Weil eine andere Mannschaft hätte das vielleicht mehr ausnutzen können. Ich weiß nicht, ob Hoffmann es bewusst war, ob Hoffmann vielleicht auch platt war, ich weiß nicht. Aber hätte Hoffmann da nochmal Luft gehabt und nochmal richtig Attack, Attack, Attack gemacht, hätte das vielleicht nochmal schwieriger und böser enden können. Und deswegen wäre es so wichtig gewesen, einfach irgendwo da halt Mitte der zweiten Halbzeit das 5-2 zu machen. Und dann bist du durch, hast und musst vielleicht dann nicht mehr so trotzdem noch kämpfen. Ja, klar, man muss immer kämpfen in der Bundesliga. Aber beim 5-2 kannst du vielleicht doch mal in der, keine Ahnung, 90. noch ein Tor kassieren, als beim 4-2 und du dann das 4-3 hast. Ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Das war das schönste Jahr für mich, glaube ich, was die Eintracht betrifft. Da war also jetzt das letzte Heimspiel. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für das geile, geile Eintracht-Jahr. Immer wenn du denkst, es kann nicht besser werden, wird es dann doch nochmal besser. Hat man die Entwicklung in den letzten Jahren gesehen. Und wenn ich denke, dass wir uns spielerisch nochmal verbessert haben. Ich weiß nicht wie. Ich genieße es einfach. Mal gucken, wie lange es noch ist. Einfach genießen. Jetzt haben wir noch Sonntag Mainz vor uns. Das kommt natürlich die Tage auch mit den Videos etc. Ist ja klar. Ich bin wahrscheinlich vor Ort, wenn ich noch Tickets bekomme. Ist eine etwas spontane Aktion gewesen. Denke, ich krieg noch Tickets. Seht ihr ja dann. Ansonsten werde ich wohl live sein. Oder ich gehe mit einer Freundin dann in die Kneipe, mit der ich eigentlich zum Fußball gehen wollte. Fakt ist, Hinti wurde gestern auch noch verabschiedet. Danke, Hinti, für alles. War eine geile Zeit. Mit dir reingehauen ohne Ende, Knochen reingehauen. Schade, dass du das Finale nicht mitmachen konntest, aber immerhin hast du es ja live auf der Bank miterlebt. Und ich kann mich haargenau noch an legendäre Grätschen erinnern, gerade die gegen Racing Straßburg. Holy moly, war die legendär. Ich habe das so gefeiert, holy shit. Die gibt es übrigens auch, wie gesagt, auf YouTube bei Eintracht Frankfurt. Offiziell auf dem Kanal Eintracht Frankfurt gegen Racing Straßburg. Das war damals das Play-off-Spiel. Das war in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, relativ am Anfang, also 55 oder so. Holy shit, hat er den umgehauen. Aber richtig, und das war eine faire Grätsche. Ha! Das war generell, kann ich euch empfehlen. Schaut das Spiel. Das war einer der emotionalsten, also von der Stimmung her, die stimmungsgewaltigsten Spiele, die ich hier erlebt habe und die richtig hochgekocht sind, weil der Schiedsrichter so scheiße gepfiffen hat. Also wirklich beschissen. Viele Fehlentscheidungen, da waren die Straßburger die ganze Zeit nur provoziert. Die ganze Zeit. Ach, sind irgendwie immer die Franzosen. Merkt ihr es schon? Holy moly. Aber zu Hinecker, wie gesagt, danke für die geile Zeit. Genießt deinen Ruhestand. Viel Erfolg wieder bei deinen Kilos, die du abnehmen möchtest. Social Media habe ich gesehen, ne? Ja, der Klassiker, komm, Karriereende. Und der Sportler nimmt erstmal 10, 15 Kilo zu. Ey, das ist so vielen passiert. Okay, manche passiert hier regelmäßig im Urlaub, im Sommerurlaub hier, aber
Man sieht so viele, die dann sich nicht mehr fit halten. Ich denke aber, Karriereende, jetzt mache ich aber keinen Sport mehr. Und viele denken ja, okay, in der Sommerpause gehen die Sportler, ja, machen Pause. Nein, die machen trotzdem. Klar, Urlaub machen sie, aber die trainieren trotzdem noch 2 Stunden Fitness und so weiter, teilweise, die meisten. Von daher, die halten sich schon fit. Und zwar dann fast täglich. Wie gesagt, Karriereende, bam. Ich fress, was ich will. Ich gehe nur auf die Couch. Ich mache gar nichts. Ich liebe es. Und wie gesagt, Hinteregger ist wenigstens so ein Typ Fußballer, den sich alle wünschen. Auch wenn die immer wieder manche den kritisiert haben. Aber es sind genau die Leute, die immer kritisieren und rumweinen. Und das sind auch die Leute, die fordern: Ja, wir brauchen mehr Fußballer wie. Die nicht mehr nur nach Phrasen reden, meckern aber dann gleichzeitig, wenn einer die Fresse einfach aufmacht, kein Blatt vor den Mund nimmt, dann wird genauso gemeckert. Holy moly, von den gleichen Leuten. Nein. Wie gesagt, ich würde kein Blatt vor den Mund nehmen, einfach die Meinung raus. Das habe ich an Hinteregger sehr geschätzt, viele anderen auch. Von daher, bleib auf jeden Fall, wie du bist, zieh dein Ding durch und scheiß auf alle anderen, ganz ehrlich. Und ich hoffe, dass du deinen Ruhestand wirklich gut genießen kannst. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns ab und an trotzdem mal noch beim EC Bad Nauheim sehen würden. Also komm gerne ab und an vorbei. Bad Nauheim, Eishockey. Bin dabei und dann trinken wir mal ein, würde ich sagen, ne? Arrivederci. Bis dahin und ciao, ciao.